Peace, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Heute Mainz gegen Hoffenheim, Freunde. Wir haben mega schönes Wetter. Ich habe vorhin schon Wiesbaden gegen Düsseldorf-Vlog aufgenommen. Könnt ihr gerne hier oben direkt abchecken. Bin mega gespannt. Mein Tipp fürs Spiel. Mainz macht es. Wir liegen mit einem Punkt vor Köln. Köln verliert heute gegen Bayern safe. Bochum verliert auch und Wolfsburg auch. Sprich, wir holen 3 Punkte und scheiß auf Relegation. Wir werden es auch so schaffen. Dementsprechend, Freunde, 2-0 Mainz. Ich bin mega gespannt. Let's go. Lasst schon mal ein Like, da würde ich mega freuen. Checkt Instagram ab, Glocke aktivieren nicht vergessen und gerne was kommentieren für den Algorithmus, Freunde. Ich verabschiede mich. Let's go zum Spiel. Bin schon ein bisschen spät dran. Let's go. Erste Chance der Mainzer, direkt Tor, Mann. Richtig. Was ist denn hier los? Rein da. Sind drin. Let's go. Und die Fans sind da, Mann. Richtig scheiße, Mann. Ich meine, die ersten 10 Minuten nicht so krass am Drücker. 1-0 direkt schon fertig eigentlich. Schwanz da, Schwanz, Mann. Ey, Mann, spielt so gut, Mann. Erzählen, Digga. Und einmal vor Tor direkt. Hab da geschlafen, dumm, Digga. Ey, so knapp die ganze Zeit, Mann. Freunde, 30. Minute. Führung meiner Meinung nach unverdient. Riesen Freistoßmöglichkeit hier für Hoffmann. Wir können das 2-0 machen. Also heute Stadionwork aufzunehmen ist so ein Krampf. Ständig laufen die Leute hoch und runter, stehen die ganze Zeit auf, aber ist normal. Also wie viele Chancen wir meinst du noch verballern, Alter? 300-400% geschossen. So, Feuerwurst darf auch nicht fehlen im Stadion. Sechs von 10. Also kurz Fazit hier, ich bin noch am Essen. Erste Halbzeit war geisteskrank von Mainz. So viele Torschüsse, so viele gute Chancen. Da hätte man mindestens mal 3 Tore schießen können. Aber ja, Hoffenheim mit einer guten Chance, vielleicht auch 2. Lohnen sich dann natürlich. Sehr, sehr unglückliche erste Halbzeit von den Mainzern. Und ich bin gespannt, was die zweite Halbzeit mit sich bringt. Auf jeden Fall denke ich, das Mainz, das Ding noch drehen wird. Hey! Verdient!
Mann, ich verliere gerade frischen Hoffenheim, Mann. Im Minutentakt. Das kann sehr, sehr gefährlich werden. Mainz kann es gar nicht laufen. Köln liegt hinten. Bochum unentschieden und Wolfsburg liegt auch hinten, Mann. Zuschauer getroffen, wir sehen raus. Aber Mainz macht ganz komische Freistoßvarianten, voll unnötig. Heute gibt es keinen Ausweg. Heidenheim gewinnt. Wolfsburg verliert, Köln verliert, Mainz somit nicht mehr am Relegationsplatz. Zu gut gemacht, mach ihn noch rein. 88, aber trotzdem, 4-1 wäre schön gewesen. Was ein verrückter Spieltag, Freunde. Ich gehe jetzt mal raus ins Stadion, dann gibt's ein Fazit. Also Freunde, was ein verrückter Spieltag. Ich habe keine Stimme mehr, ich habe komplett rumgeschrien. Es war wieder voller Emotionen, wirklich mein Favorite Spieltag heute. Ehrlich, krasse Leistung von Mainz, noch zurückgekämpft. Ich hab's gespürt, ich hab's gewusst. Die haben krasse Leistung erbracht. Und das Wichtigste ist, Relegationsplatz ist soweit eigentlich fast sicher. Es sind noch klar ein paar Spiele, auch noch gegen Köln und Wolfsburg. Ja, Wolfsburg hat verloren. Bochum hat unentschieden gespielt. Köln hat verloren, sehr, sehr wichtig. Also ein krasser Spieltag, wirklich hat alles in die Karten von Mainz gespielt. Klar hätte Bochum verloren, wäre noch schöner gewesen, aber so. Trotzdem sehr, sehr gute Ausgangslage für Mainz. In der ersten Liga noch zu bleiben. Wie ich auch bereits gesagt habe, 100% werden wir in der ersten Liga bleiben. Habe immer fest dran geglaubt. Ich bin mega gespannt auf die kommenden Spieltage, Freunde. Lasst schon mal ein Like, da würde ich mich mega freuen. Und
abonniert den Kanal, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Ich verabschiede mich von hier. Macht's gut und checkt morgen auf jeden Fall Wiesbaden-Vlog ab. Habe ich heute auch schon gedreht. Kommt aber morgen früh online am Sonntag. Dementsprechend Glocke aktivieren und bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.